Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte Trümmerwörterquiz mit Journal++. Nachdem Sie das Programm Journal++ mit X geschrieben aus dem Hub installiert haben, müssen Sie es natürlich zunächst starten. Das können Sie tun, indem Sie entweder in der Suchleiste den Buchstaben X eingeben und dann bekommen Sie normalerweise in der obersten Position das Programm direkt angezeigt oder Sie klicken auf die Windows-Taste und machen exakt dasselbe und tippen einfach nur ein X. Und sofern Sie nicht andere Programme, die mit X beginnen, installiert haben, sollte Journal++ der erste Eintrag sein. Sie starten das Programm durch einen Klick auf die linke Maustaste oder einen Tab bei Touchgeräten. Sollte das Programm nicht in der Vollansicht starten, wie bei mir jetzt hier, können Sie diese Vollansicht hervorrufen durch einen Klick auf die mittlere Box in der rechten oberen Ecke. Nun beginnt die eigentliche Aufgabe. Ein Lernender oder die Lehrkraft selbst formuliert eine Frage. Bevor jedoch der Bildschirm des Endgerätes auf das Präsentationsgerät übertragen wird, wird das Lösungswort in Journal++ handschriftlich aufgeschrieben. Dazu markieren wir zunächst den Stift, nehmen den mitgelieferten Stift oder die Maus und schreiben das Lösungswort auf. In unserem Fall lautet dieses Quiz. Über die Funktion Objekt auswählen, werden die einzelnen Buchstaben des Lösungswortes auseinandergezogen und auf der Bildschirmfläche verteilt. Achten Sie bitte darauf, dass jede durchgezogene Linie als ein einzelnes Objekt gekennzeichnet wird. Das sehen Sie jetzt gleich beim Q, bei dem der untere Strich gesondert bewegt werden muss. Nun kann der Bildschirm mit der Lerngruppe über das Präsentationsgerät geteilt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.